Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dem Let's Play von Valheim. Ich befinde mich mit meinem kleinen Krieger, den ich jetzt hier mehrere Stunden im Livestream schon gespielt habe. Das müssten ungefähr 20 Stunden sein, in der Welt in Synapsia. Das ist die Livestream-Welt, die ich hier auf Twitch spiele. Und wenn ihr diese erste Folge seht, dann bin ich auch gerade live auf Twitch und wir starten mit dem Live-LP von Valheim. Also wenn ihr dabei sein wollt und wollt die Entstehung der Folgen für YouTube miterleben, dann könnt ihr mal auf Twitch einschalten. twitch.tv/hirnsturz. Dort bin ich dann zu dem Zeitpunkt gerade live. Und ich wollte so eine kleine 0-0er-Folge machen, um ein bisschen euch die Möglichkeit zu geben, jetzt einfach mitzubekommen, dass ich jetzt auch wieder im Livestream bin. Immer im Sonntagsstream, so ab 13 Uhr ungefähr geht das dann los. Ich bin gerade noch in den Vorbereitungen. Ich habe einen schönen Seed rausgesucht. Den findet ihr auch in der Videobeschreibung. Den hat der Herr Fleischhammer durch Zufall entdeckt. Ist eine schöne Karte mit ordentlich Dungeons in der Nähe, die uns dann auch relativ zügig voranbringen. Denn das Spiel hat so viel Inhalt, das ist der Wahnsinn. Also da kommt noch so viel und die Karte ist einfach riesig. Und ich zeige euch einfach, wo wir sind. Da unten ist unser Haus, was wir im Livestream gebaut haben, was schon entsprechend befestigt ist. Hinten zum See ist die Mauer noch nicht ganz abgeschlossen, das haben wir noch nicht geschafft. Und ich wollte euch einfach mal so ein bisschen einen kleinen Ausblick drauf geben, damit ihr so einen kleinen Teaser habt, was dieses Spiel mittlerweile dann schon bietet. Ich schulter mal kurz meine Waffen und zeige euch einfach mal, wie das Ganze aussieht. Hier kann man den Boden befestigen, das werdet ihr alles dann Schritt für Schritt im Livestream sehen. Hier liegen noch ein paar Steine rum. Hier sind so Sachen wie ein Handkarren, Bienenhäuser und und. Das soll einfach nur ein ganz kleiner Ausblick sein. Die Schmelze, die Köhlerei und hier unser Haus, was wir so über mehrere Stunden im Livestream aufgebaut haben mit Lager und verschiedenen Werkbänken, verschiedene Stufen. Also das ist hier so eine Schmiede und solche Sachen. Da will ich jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen. Das werdet ihr alles Schritt für Schritt im Livestream dann erleben. Hier können wir was kochen. Kann ja mal hier was zum Kochen dranhängen. Da kocht der Kessel, da kann man dann Tränke brauen. Und das Haus ist zweistöckig. Der eine oder andere hat es vielleicht in einem Livestream schon gesehen. Hier oben steht dann das Portal, mit dem man in andere Gebiete reisen kann. Man kann sich über die Map sozusagen teleportieren. Und das ist das Portal. Alles noch relativ am Anfang. Also wir sind, ich schätze mal, wir haben gestern so drüber gesprochen, ich schätze mal 10 oder 20% im Spiel drin. Hier ist der kleine Balkon. Wichtig, dass man alles abdeckt, sonst vermokern nämlich hier die Bodenplatten. Das werden wir vielleicht ein bisschen anders bauen dann. Aber das werdet ihr dann alles sehen, ja. Das sind so ein bisschen die Grundlagen. Hier haben wir unsere Betten. Und hier ist das Gebiet. Auch eine ganz schöne Karte. Hier habe ich noch eine Abdeckung fürs Tor gemacht, weil sonst mockert das über die Zeit hin und her, weil das verwittert praktisch mit der Zeit. Da oben ist unser Kamin, werden wir auch gemeinsam bauen, zeige ich euch auch dann im Livestream Schritt für Schritt. Das wird dann relativ zügig gehen. Also bis wir so ein großes Haus stehen haben, müssen wir natürlich ordentlich Bäume farmen. Und das ist gerade am Anfang, dauert das eine Zeit lang, aber da werde ich dann auch so Farm-Sachen, werde ich wahrscheinlich im Let's Play ein bisschen rausnehmen. Wobei, das müsste eigentlich relativ zügig gehen. Und dann werden wir hier gemeinsam spielen. Ja, tolle Welt, muss man wirklich sagen. Also die Karte bisher, ich mache mal hier das Interface wieder an. Das ist der Bereich, den wir bisher aufgedeckt haben. Das ist die Livestream-Welt. Das wird nicht die sein, die wir dann spielen mit verschiedenen Dungeons, die markiert sind. Hier ist eine zweite Base. Da unten ist irgendwo, da ist noch eine dritte Base. Hier unten habe ich noch nicht markiert. Also da bin ich gerade mit dem Schiff so ein bisschen rausgefahren. Man kann Schiffe bauen und. Ich muss mal kurz was essen. Ich ziehe mir mal hier so einen, Honig und einen Pilz. Dann geht es uns gleich wieder gut. Ich wollte euch einfach so einen kleinen Eindruck bringen und ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen kleinen Cut. Ich zeige euch dann den Seed einfach hier drin. Wir werden uns noch einen neuen Charakter erstellen und dann sehen wir uns gleich wieder im Menü. Dann zeige ich euch den Seed, den wir verwenden werden. Dann könnt ihr damit eventuell schon mal parallel spielen, wenn ihr Bock habt, weil ich finde ihn eigentlich ziemlich gut. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich aus meiner kleinen Livestream-Welt und dann sehen wir uns gleich im Hauptmenü wieder. Bis gleich. So, damit herzlich willkommen im Hauptmenü vom Spiel. Wir erstellen uns jetzt den Charakter und ich zeige euch den Seed, beziehungsweise packe ich auch in die Videobeschreibung. Nochmal der Hinweis, ich bin jetzt gerade live auf Twitch. Wenn ihr Bock habt, dann schaltet ein. Also wir haben jetzt Sonntag, den 7.2.
irgendwie so um die 13 Uhr, nach 13 Uhr. Und der Livestream wird starten oder hat gerade gestartet. Und wir erstellen uns einen neuen Charakter für das LP. Das wird der Hirnsturz. Ein frischer Charakter. Und in Anlehnung vom Aussehen des ersten Charakters, den ich erstellt habe, in dem alten Let's Play, also in der ersten Season sozusagen, von der HIO-Version, der hatte nur einen langen Bart. Dann nehmen wir den hier, keine Haare. Das wird der Hirnsturz, der wird seine Abenteuer hier erleben. Und den erstellen wir jetzt und machen eine neue Welt. Wenn ihr Bock habt, die Welt aus dem Livestream zu spielen, die ich euch auch zuvor gezeigt habe, da ist der Seed Twitch. Und wir machen jetzt eine neue Welt mit dem Seed, den ich euch in die Videobeschreibung packe. Leider kein eindeutiger Name, aber eine sehr schöne Welt. Und die Welt nennen wir Synapsia Live Let's Play, LLP. Wunderbar. So. Jetzt werde ich hier die Welt starten. Und es ist immer so bei Valheim, wenn man eine neue Welt startet, dann generiert er im Hintergrund erstmal die Welt und legt das alles an. Das ist ja alles prozedural generiert. Das Aussehen ist immer gleich oder ähnlich. Die Dungeons sind meines Erachtens random befüllt, also der Loot, der sich da drin befindet. Aber das werden wir alles gemeinsam dann entdecken im Let's Play. Und jetzt wird gleich das Intro kommen, indem wir mit diesem riesen Raben da in die Welt getragen werden. Denn die Geschichte von Valheim ist ja, dass wir ein gefallener Krieger sind, der gestorben ist und in Valheim sich die Gunst Odins erarbeiten muss sozusagen, um dann entsprechend praktisch in der neuen Welt nach Valhalla gehen zu können oder nach dieser neuen Welt nach Valhalla gehen zu können. So, jetzt läuft hier das Intro noch durch und wir werden gleich durch ein relativ starkes Unwetter werden wir in der neuen Welt landen auf diesem Punkt. Das ist jetzt alles ein bisschen lang, deswegen überlabere ich das nicht lang. Wenn ihr Bock habt, schaltet jetzt gleich auf Twitch ein, dann werde ich da wahrscheinlich streamen und wenn ihr es verpasst habt, den Start des Let's Plays, dann werden wir auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch häufiger streamen, wenn ihr Bock habt auf Valheim so wie ich. Und seid dabei. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war die Vorbereitungsfolge. Ich wollte euch so einen kleinen Ausblick geben, was wir schon im Livestream erarbeitet haben, wie wir hier starten werden, mit welchem Seed und welchem Charakter. Und dann sehen wir uns in der zweiten Folge, wahrscheinlich dann schon morgen wieder. Also entweder jetzt im Livestream für euch oder dann morgen in der neuen Folge von Valheim. Macht's gut, bis dahin.